Hallo und herzlich willkommen bei unserem Samsung Smart TV Tutorial. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie in nur wenigen Schritten in die neue Welt von Samsung Smart TV eintauchen können. Wählen Sie mit den Pfeiltasten Ihrer Fernbedienung zuerst die Sprache, in der Sie mit Ihrem Smart TV kommunizieren wollen, und bestätigen diese Auswahl mit der Enter-Taste, die zwischen den Pfeiltasten liegt. Samsung Smart TV bietet eine riesige Auswahl spannender Smart TV-Apps. Verpassen Sie keine davon und verbinden sich dafür direkt mit dem Internet. Wählen Sie Ihr eigenes WLAN-Netzwerk unter Netzwerkeinstellungen und steigen mit Ihrem WLAN-Passwort in das Internet ein. Bestätigen Sie danach Ihre Eingabe, indem Sie auf OK klicken. Vergessen Sie auch nicht auf das Kleingedruckte. Lesen Sie sich die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien gründlich durch und bestätigen mit einem Klick auf OK, dass Sie diese akzeptieren. Weiter geht es mit der Auswahl des TV-Signals. Sie können entweder eine Satelliten-, Kabelbox oder ein Antennenkabel als Signalquelle auswählen. Möchten Sie mit Ihrem Smart TV nicht Fernsehen, sondern nur die Smart TV-Apps nutzen, ist diese Einstellung ebenfalls möglich. Bestätigen Sie Ihre Auswahl am Ende mit OK. So einfach kann es gehen, Glückwunsch! Die wichtigsten Grundeinstellungen sind somit erledigt. Ihr Samsung Smart TV ist eingerichtet und startbereit für einen ultimativen TV-Genuss. Gehen Sie gleich auf Entdeckungsreise und erleben Sie selbst, was Ihr Samsung Smart TV alles zu bieten hat. Auf geht's! Testen Sie zuerst die Grundfunktionen der Fernbedienung. Drücken Sie die Pfeiltasten hinauf und hinunter und zappen durch das grenzenlose TV-Programm. Noch schneller kommen Sie mit den Zahlentasten an Ihr Ziel. Die 4 führt Sie beispielsweise ohne Umwege zu Puls 4. Die Lautstärke stellen Sie ganz nach Wunsch mit den einfachen Pfeiltasten ein. Welche TV-Sender Ihnen überhaupt zur Verfügung stehen, finden Sie ganz leicht mit dem Channel List Button heraus. Auf Knopfdruck durchforstet der Fernseher die Senderliste, nachdem Sie zuerst Ihre TV-Signalquelle, Antenne, Kabel oder beides ausgewählt haben. Danach sucht Ihr Samsung Smart TV automatisch nach aktuellen TV-Sendern und findet dabei auch brandneues, wie zum Beispiel Pro7 HD Austria. Haben Sie bereits die Smart Hub-Taste auf Ihrer Fernbedienung entdeckt? Gleich drücken und ausprobieren. Denn diese führt Sie zum First Screen Ihres Smart TVs und gibt einen schnellen Überblick über alle wichtigen Smart-Funktionen und Apps. Für individuelle Wünsche bietet das Menü weitere Einstellungsmöglichkeiten. Wie gewohnt helfen Ihnen die Pfeiltasten, das Menü mühelos zu durchforsten. So können Sie den Bildschirmmodus von Standard auf Dynamisch oder von Neutral auf Film ändern. Ganz nach Ihrem eigenen Geschmack lassen sich auch Kontrast, Helligkeit, Farbe und vieles mehr einstellen. Noch mehr Möglichkeiten finden Sie unter Bildoptionen. Aktivieren Sie beispielsweise den Filmmodus, um beim Filmschauen aus jedem Bild das Beste herauszuholen. Verwöhnen Sie Ihre Ohren mit optimalem Sound und einer zusätzlichen Multi-Room-Box. Und so einfach geht das. Stecken Sie die Multi-Room-Box an den Strom an. Ihr Smart TV erkennt das neue Audiogerät automatisch und fragt, ob es sich mit diesem verbinden soll. Klicken Sie einfach auf Ja und genießen Sie sofort besten Audio-Sound. Binden Sie alternativ dazu Ihren Smart TV in ein größeres Soundsystem ein und nutzen Multi-Room-Link. Diesen können Sie direkt unter den Soundoptionen aktivieren. Für Sie gehört satter Surround-Sound zu einem perfekten Fernsehabend? Dann verbinden Sie eine Samsung Soundbar mit Ihrem Samsung Smart TV. Stecken Sie Soundbar und Subwoofer an den Strom, drücken den Power-Knopf der Soundbar und wählen die Option TV Sound Connect auf dem Soundbar-Ausgang. Ähnlich wie bei der Multi-Room-Box erkennt der Smart TV das neue Audiogerät danach automatisch. Mithilfe der Funktion Bluetooth-Kopfhörer können Sie ganz einfach einen Kopfhörer mit Ihrem Samsung Smart TV verbinden und somit sogar zwei unterschiedliche Lautstärke-Einstellungen nutzen, über TV-Boxen und die verbundenen Kopfhörer.
So können zum Beispiel auch Zuseher mit eingeschränktem Hörvermögen ihre Lieblingssendungen verstehen. Samsung Smart TVs sind in jeder Hinsicht besonders kontaktfreudig. Denn mit verschiedenen Anschlüssen können Sie direkt auf unterschiedlichen Content zugreifen. Schließen Sie zum Beispiel Ihre externe Festplatte oder USB-Stick an, um sich Familienfotos oder Urlaubsvideos im Großformat anzuschauen. Noch irgendwelche Fragen? Dann starten Sie doch das E-Manual mit den Erklärungen zu den wichtigsten Funktionen. Dort finden Sie unter anderem genaue Informationen über Anschlüsse, Fernbedienungen, Smart Features und vieles mehr. Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick mit dem Smart TV Guide und seinem TV-Programm mit allen aktuell laufenden und in Kürze startenden Sendungen und Filmen. Mit dem Return-Button kehren Sie ohne Umwege zu Ihrer letzten Auswahl zurück und schalten mit dem einfachen On-Off-Button Ihren Fernseher wie gewohnt ein und aus. Sind Sie neugierig geworden, was es mit dem Pointer-Button Ihrer Fernbedienung auf sich hat? Mit diesem Knopf können Sie im wahrsten Sinne des Wortes eine punktgenaue Auswahl treffen. Halten Sie einen Finger auf den Pointer-Button der Smart Remote und bewegen den Zeiger der Fernbedienung auf einen gewünschten Inhalt Ihres Fernsehers. Mit einem Klick auf den Enter-Button können Sie den gewünschten Inhalt sofort aktivieren. Am besten, Sie probieren es gleich selbst aus. Wir wünschen Ihnen beste Unterhaltung in der neuen Welt von Samsung Smart TV.